Sonnenenergie ist für Mensch und Tier eine Grundlage des Lebens. Als Solarenergie bezeichnet man die von der Sonne durch Kernreaktion erzeugte Energie, die in Teilen als elektromagnetische Strahlung zur Erde gelangt. Die Sonnenenergie ist über hunderte von Jahren annähernd konstant. Ja, insgesamt geht es darum, dass wir viel von erneuerbaren Energien reden, wirtschaftlich, technisch, energiepolitisch, dass wir aber das kulturelle Fundament, auf dem diese Erneuerbaren, speziell die solare Energie steht, dass wir das extrem und ziemlich brutal vernachlässigen. Und dieser relativ kleine Workshop, der sich hier gebildet hat in Auerstedt aufgrund der Initiative von Micky Rehmann, der bringt zu Bewusstsein, dass die erneuerbaren Energien ein kulturelles Fundament brauchen. Soweit zur Solarenergie. In Verbindung mit solarer Kunst gab es am 28. Oktober in Auerstedt einen Workshop. Die Referenten des Denk- und Workshops berichteten über Erfahrungen und diskutierten solare Energie und solare Kunst aus der Perspektive verschiedener Generationen. Ja, ich bin aus persönlichem Interesse hier zu dieser Veranstaltung, weil ich meine Heizung modernisieren möchte und dort auch an Solarenergie denke, unter anderem dann auch Solarpaneele in einer anderen Art und Weise zu installieren, wie es so allgemein üblich ist, auf diesen Hausdächern. Ein legendärer Glaspalast der Werkbundausstellung von 1914 mit farbigen Solarmodulen wurde nachgebaut. Das begehbare Modell wurde erstmals am Veranstaltungsort Our World vorgestellt. Er hat einfach ein freies Kunstwerk geschaffen. Es war ja eine Architektur ohne Funktion, die einfach nur die Schönheit des Glases, des Lichts und des Ergehens gewidmet war. Es war ein Wasserfall im Gebäude, Treppenanlage. Und es ist so eigentlich so ein Urarchetypus moderner und fantastischer und einfach richtig inspirierter Architektur. Und Micky und ich, wir haben immer davon geträumt, mal den Raum mindestens als Modell zu erleben, ihn nochmal zu zelebrieren, ihn nachzueifern in unser Streben nach neuen Räumen. Damals in einer Zeit, die halt einfach Architekten und Künstler waren, die sich wirklich Grund auf eine neue, andere Welt da erdachten und auch ersponnen haben. Auch vieles war auch sehr wild gedacht, aber eben Vorbild für unser Denken heute, weil ich denke manchmal, wenn wir uns noch so originell und einfallsreich vorkommen, so einfallsreich, so wild und so witzig und versponnen, wie sie damals dachten, das schaffen wir bei besten Willen heute kaum mehr. Also wir brauchen uns da wirklich nicht zurückzunehmen, weil so fantastisch wie das Denken in der Zeit ist eigentlich ein Traum. Die Nutzung fossiler Energien werden Schritt für Schritt durch solare ersetzt werden. Das hat Folgen für globale Wirtschaft und unsere Lebensräume. Fragen, die die Welt betreffen, gehen von Auerstedt aus. Wie sieht das Gebäude der Zukunft aus? Den Solarpalast möchte man als Modell für den Prototyp einer Niedrigenergiesiedlung darstellen. 2010 soll dieser in Den Haag errichtet werden.